Bei dir etwa weg. Erstmal guten Morgen. Geht es euch auch jeden Morgen so? Oder jeden Tag so? Beim Aufstehen, morgens, müde. Bei der Arbeit tagsüber, müde. Beim Essen den ganzen Tag, müde. Beim Fernsehen abends, müde. Beim Lesen abends, müde. Und wenn man dann ins Bett geht, hellwach. So ist das. Auf jeden Fall in meinem Alter. Ja, Uwe, komm mal in mein Alter, dann ist das etwas anders. Wirtschaftskalender behalten wollte schon mal gleich rechtzeitig im Auge, damit wir genau wissen, ob uns irgendwas überrascht. 8 Uhr, die Schweizer mit einem bisschen. Sorry, Renati. Und um 9 Uhr. 9 Uhr die Schweizer mit dem Konjunkturbarometer und um 9:55 Uhr kommen die Arbeitslosenzahlen aus Deutschland. Und da könnte es ein bisschen nervös werden, aber wollen wir mal sehen, ob wir uns vielleicht bis dahin schon aus dem Markt verkrümeln können. Wir haben das letzte Woche einen Tag machen können, wo wir morgens gleich eine saubere Position platziert haben, die durchgelaufen ist, und das werden wir in Zukunft auch morgens so weiter handhaben. Wir werden sehen, dass wir unsere Pünktchen morgens aus dem Markt kitzeln. Wenn das glückt, ist es gut. Wenn nicht, müsst ihr hinterher leider weitermachen. Und wenn das durch ist, dann sollte der Tag auch durch sein. Das nennt man dann Disziplin. Dann die Zeit noch sinnlos totschlagen ist, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders. Trotzdem bleibt die Pflicht nicht aus, alle in diesem Seminar oder Webinar getroffenen Aussagen dienen ausschließlich der Information der Teilnehmer, sind keine Empfehlungen und Aufforderungen, Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen. Jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten und Investmentfonds und insbesondere mit Derivaten unterliegen dem Risiko, das eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können. Über speziellen Risiken der jeweiligen Anlage muss sich jeder Webinar- oder Seminarteilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste von Börsengeschäften, denen sich der Teilnehmer auf Beispiel oder Aussagen des Seminars oder Webinars beruft, wird weder vom Dozenten noch von Forex-Pro-Systemen noch von deren Partnern oder Erfüllungsgehilfen übernommen. Im Übrigen gelten Lizenzbestimmungen und AGBs von Forex-Pro-Systemen. Frühen Morgen fällt das Stottern noch ein bisschen schwer. Da sollte man erst ein glatte Stottern und es dann einfach nur vorlesen. So viel dazu. Gestern Morgen, nachdem wir uns dann verkrümelt haben, ist nicht mehr allzu viel passiert. Aber gestern Nachmittag hat es dann noch mal richtig gescheppert. Im Moment bewegen wir uns wieder in der gleichen Situation, seit Stunden in einer Range zwischen 34 und 48, so in der 13, 14 Punkte Range. Wenn man in dieser Range handeln will, wenn das unbedingt sein muss, dann mutiert er eben wirklich zum Scalper, so wie es eigentlich auch gedacht ist. So wie hier. Bewegung, Korrektur. Jetzt eine schöne Umkehrformation. Wenn man sich dann long in den Markt einstoppen lassen sollte, muss man auch damit rechnen, dass man hier oben nach 4, 5 Punkten wieder rausgeht. Nur so kann man sich in so einer Range bewegen. So, denn man scalpt. Wenn man so ein Ding umwandeln will in eine
in den Swing Trade und das Ding laufen lassen will, dann muss man die Entscheidung konsequent treffen und den Stop entweder hier unter die letzten Tiefs oder sogar hier unter die Tiefs legen. Dann sind wir schon bei 32 oder bei 10 Punkten. Hängt auch ein bisschen davon ab, in welchem Modell ich handle. Handle ich jetzt in dem Commission-basierten Modell oder handle ich mit 2 Punkten Spread? Wenn ich mit 2 Punkten Spread handle, dann ist es immer etwas schwieriger. Lecker Kaffee am frühen Morgen. Das weckt die Geister, ne? Wollt ihr auch ein? Tja. So lange will ich mal noch auf ein paar Sachen eingehen, die hier aufgeschlagen sind. Also, Punkt A hatten wir gestern Morgen die Diskussion, die Kursunterschiede betrifft. So war es bei mir gestern Morgen. Der Kurs bei 1,378,04 war im Tief, diese Order, die da von den Shorties genommen wurde. Beziehungsweise bei mir war sogar bei 1,378,07, bei anderen war sie bei 1,378,04 und bei dem einen oder anderen sogar bei 1,3780 glatt. Punkt A darf man nicht vergessen, wir haben hier drei verschiedene, wer long ist, wer sich einstoppen lässt, müsste long sein, stopp direkt da drunter, beim Commission-basierten Modell macht das sogar Spaß, den Stopp direkt da drunter. Ich mache das Spiel jetzt einfach mal mit. Damit man auch sieht, was hier also die Stop-Order, ich mache das jetzt verkehrt, die Stop-Order hätte da drüber gehört. Nur um die Position laufen zu lassen. Jetzt den Stop auf die 42. zwei Punkte Risiko zu 20 Punkten Gewinnziel. Das machen wir ein bisschen größer, damit man es auch sieht. Wir haben hier unten das Tief bei 42,6, 42,7, deswegen den Stop auf 42. Ich lege ihn sogar auf 41,9, um dem Future gerecht zu werden. So. Jetzt müssen wir ihn einfach sachte hinterherziehen. Sobald er oben ist, müssen wir überlegen, nehmen wir die 5 Punkte oder nicht. Es geht hier ums Geld. Es geht hier nicht ums Geld, es geht hier nur um die Punkte, um einfach zu zeigen, wie funktioniert das. So, jetzt haben wir eine Entscheidung getroffen, jetzt können wir uns um die anderen Sachen kümmern. Also, ganz einfach, wir haben drei verschiedene Konten. Wir haben das Commission-basierte Modell, wir haben das Spread-basierte Modell und wir haben das Paper. So wie man hier sieht, wenn ich morgens hier was erläutere in der Plattform, will ich einen Teufel tun, das im Live zu tun, sondern dann tue ich das hier im Paper. Da kann schon mal der erste Grund liegen, warum meine Position anders läuft. Dann ist der Unterschied, dass der eine ist auch im Paper eingeloggt und handelt auch im Demo, also ist auch im Demo eingeloggt. Der nächste handelt ist im Live eingeloggt und handelt im Paper. Der nächste ist im Future Live eingeloggt und handelt im Paper. Und der nächste ist im Commission-basierten Modell eingeloggt.
Das kann bei der Erstellung der Kerzen, die ja unser Rechner fabriziert, kann das dann schon passieren, dass dann mal so ein Unterschied von 0,2, 0,3 da ist. Weil die Kerzen ja durch den Rechner, also die Kerzen selber werden ja durch den Rechner gebaut. So die Erklärung von BH gestern, nachdem wir uns ja lange mit auseinandergesetzt haben. So, dass wenn man jetzt mit einem Lot drin ist, riskiert man $23 zu 200. Ich bin es ganz bewusst, natürlich auch ein PP in Zukunft zu machen mit einem rein, damit man die Lot-Size besser erkennt. Mal gucken, ob der gute Mann überhaupt schon hier ist. Ja, Günther hat gestern, nee, heute früh noch eine Frage gestellt. Nun habe ich ein technisches Problem. Stop Orders werden nach 2 bis 3 Sekunden in Market Orders umgewandelt. Kann euer Support dies anschauen oder ist das ein WAS-Problem? Also, Punkt A, es ist ein Problem der Plattform, mein lieber Günther. Wenn das so ist, hast du irgendwo eine uralte Linie drinne, die als Stop oder als Limit oder sowas definiert ist. Nehmen wir nochmal das Beispiel, du hast vor deinem Urlaub, vor 4 Wochen oder vor 5 Wochen, nee, du machst aber 8 Wochen Urlaub, eine Stop-Order drinne, oder sagen wir eine Limit-Order, eine Long-Limit bei 1,3750. So, jetzt klatscht er irgendwann wieder darunter. Und die Linie ist immer noch als diese Order gültig. Jedes Mal, wenn du jetzt unterhalb von 1,3750 bist und du eine Long-Order eingibst oder die wieder umwandeln. Das heißt, wenn du eine Linie hast, die eigentlich schon lange das Ding ausführt. Oder andersrum, vielleicht leichter erklärt. Du hast eine Stop drinne gehabt. Sagen wir eine gerade Linie als Stop definiert. Short Stop bei 1,3750. Und du willst die Order jetzt eingeben, dann macht er sofort den Market draus, weil du schon lange da drunter bist. Tu mir bitte einen Gefallen. Punkt A, kurzes Feedback, ob du überhaupt zuhörst. Und Punkt B, ruf bitte mal jetzt, wenn es geht, sogar noch während dem Webinar kurz bei WH an. Gucke, ob Timo schon da ist, der Timo Heck, und frag ihn danach. Helfen könnte zum Beispiel alles rauszunehmen, was da drin ist. Also da ist irgendwo eine alte Order, eine alte Linie, die als Stop oder als Limit oder sonst irgendwas fungiert. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Du kannst zum Beispiel hier mal drauf gehen, dann löscht er dir alle Linien, alle Fibos, alles, was du irgendwo drin hast. Und es dann nochmal probieren. Und ansonsten ruf mal bei WH bitte an und sprich mit dem Team. Stell ihm einen schönen Gruß von mir, dann ist er auch ganz lieb. Er ist nämlich lieb. Ne, Lutz, der ist doch eigentlich ganz lieb. So, jetzt haben wir schon 8 Uhr und es passiert immer noch nichts. Wir brauchen uns auch gar nicht groß verstecken. Wir brauchen gar nicht groß rumeiern. Das Risiko ist bei 2,3 Punkten, also völlig überschaubar.
Nee, Renate, das siehst du bei den offenen Orders nicht, weil es ja keine Order ist, sondern das Ding ist kein preisbasierter Stop, sondern es ist ein zeitbasierter Stop. Das heißt, so eine Linie, da wird der Stop erst dann ausgeführt, wenn der Kurs darunter schließt. Und das Ding wird ja erst dann oder fungiert erst dann danach, wenn die Linie auch irgendwie überschritten oder unterschritten wird. Das ist genau das Gleiche, als wenn du jetzt sofort reingehst und sagst, du willst hier oben eine Long Limit hinsetzen. Dann sagt sie dir, Mädchen, die ist schon lange erreicht und macht da sofort eine Market Order draus. Wenn jetzt hier oben rechts, wenn du hier oben jetzt reingehen würdest, wir können das einmal probieren, und sagst hier oben eine Short Stop, dann führt er die auch sofort aus, weil der Kurs schon lange da drunter ist. So, ich nehme nur, um den besseren Blick zu kriegen, das Ding wieder raus. Also als Order im Orderbuch wirst du es nicht finden. Günther, ich hoffe, das war für dich erstmal so nachvollziehbar. Ansonsten die Logdateien, die wird dir Timo dann, die wirst du wahrscheinlich an Timo schicken müssen. Und der wird sie dir dann auch auseinanderpflücken. So ist es, wenn es 8 Uhr ist und 8 Uhr Zahlen kommen. Kann sie über Spaßes halber hier mal. Ja, wegen 0,1 müssen wir da nicht groß rumeiern. Schreibt er mir, ich hatte eine Stop-Order gesetzt, sie wurde nicht mehr genommen. Ich denke, es war ein Fehler von mir. Ja, wird man sehen. Abwarten. So ist es und so wichtig ist es, mit engen Stops zu arbeiten. Minus 2,3. Aber Zielbereich wieder auf den Punkt angelaufen. Hier das Hoch knapp verfehlt. Wenn er hier noch ein Stück höher gelaufen wäre, hätte doch wahrscheinlich Break-Even gezogen. Aber da war um 8 Uhr genug Dampf drinne. Okay. Frage zu den Order-Unterschieden gestern. Soweit klar? Oder? Nicht zu den Orderunterschieden, sondern zu den geringen Kursabweichungen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Kurse an unseren Rechner gesendet werden und unser Rechner halt daraus die Kerzen bastelt. Achso, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass meine Plattform, die hier läuft, auf dem Server läuft. Ich habe sie nicht mehr hier auf dem Rechner laufen, ich habe sie auf dem Server laufen. Ich finde das einfach genial. Wer ist mit dem Modell fit?
Wenn Fragen dazu sind, zu dem serverbasierten Ding, einfach raus. Das Schöne ist, dass ich zu Hause nicht mehr meinen Rechner laufen lassen muss, sondern bis jetzt war es ja immer so, dass ich hier zu Hause meinen Rechner laufen hatte, hatte die Bildschirme alle aufgeteilt, immer auf jedem Bildschirm denn ein Chart. Meistens habe ich das dann auf drei reduziert, 1 Minute, 5 Minuten und einen Stundenchart. Wenn ich dann unterwegs war und irgendwo im Wartezimmer sitzen musste, weil so mein Weibchen irgendwie in den Beißerchen rumgebohrt haben oder die Zahnlücken ausgekratzt haben oder so, dann habe ich mir mein Tablet genommen, bin per TeamViewer dann hier zu Hause auf meinen Rechner und habe mir dann meine Linien gezogen, was per TeamViewer und so weiter immer recht schwierig ist, weil linke Maustaste, rechte Maustaste, ob man dann einen Finger gedrückt hält oder mit zwei Fingern drauf drückt, um die rechte Maustaste zu aktivieren, das ist ja alles nicht so ganz einfach. Jetzt habe ich das Ding hier auf dem Server laufen, lasse das Ding hier auch den ganzen Tag laufen und wenn ich hier das Büro verlasse, kann ich meinen Rechner runterfahren, nehme mein Tablet, logge mich auf dem Server ein und habe eine vollwertige Plattform auf meinem Tablet. Das heißt, ich kann ganz normal hier mit der Maus drauf gehen, ich kann ganz normal Linien ziehen, ich kann ganz normal Fibus, ganz normal, als wenn ich die vollwertige Version auf meinem Tablet laufen habe. Und die Zeitverzögerung von hier auf dem Server gegenüber dem Server von WH ist die Zeitverzögerung minimal. Guten Morgen, meine Lieblings-Uta. Welchen Server hast du denn? Ich habe den Server von WH. Du kannst bei WH dein Konto auf dem Server laufen lassen. Die haben einen eigenen Server und dann läuft das dort. Diese Lösung kostet 50 Euro im Monat, wenn man die dort komplett installieren lässt. Aber wenn man eine Position, also ein Trade pro Tag, also ein Lot pro Tag absetzt, sprich ein Standardlot pro Tag handelt oder 20 Lots im Monat handelt, dann ist die Lösung umsonst. Da kostet nichts. Wird das Schwabe sagen, dann kostet nichts. Das war vor allen Dingen für die Leute ganz gut gedacht, die. Das heißt, ein Trade pro Tag, genau, ein Standardlot. Eine kleine Sylt-Fee. Das ist vor allen Dingen für die Leute interessant, die immer Schiss haben, zu Hause einen Rechner laufen zu lassen, weil sie Angst haben, dass die Bude abfackelt oder so. Ich meine, ich kenne Leute, die wären froh, wenn die Bude abfackelt. Nein, Quatsch, keiner von Anwesenden hier selbstverständlich ausgenommen, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Beim Wiedereinloggen die Serverversion gibt es bei mir allerdings Probleme mit dem Sound. Also er unterdrückt dann die akustischen Signale, aber nur beim Relogin, sonst alles prima. Okay, habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Also bei meiner Serverversion ist die Verbindung noch nicht einmal abgerissen. Also das, was ihr jetzt hier seht, mein Future ist rausgeflogen, das ist völlig normal. Das Pad-System, das lockt sich nun mal über Nacht aus, das ist völlig normal. Aber ansonsten läuft dieses Ding jetzt hier schon seit Sonntagabend durch. Ich habe das hab dort nicht einmal neu gestartet, nichts, gar nichts, sondern ich habe am Sonntagabend hier die Position gestartet, die Plattform gestartet und habe sie seitdem komplett durchlaufen. Läuft denn dein Rechner zu Hause dann nicht mehr? Und doch, wenn ich zu Hause bin, läuft mein Rechner trotzdem, muss er darauf arbeiten. Aber wenn ich unterwegs bin,
setze ich meinen Rechner hier in Ruhezustand. Wenn ich weg bin, ich weiß, bin in den nächsten 2, 3 Stunden weg, dann setze ich meinen Rechner in Ruhezustand, weil ich kann mit meinem Tablet hier viel besser drauf zugreifen und kann hier super drauf handeln. Wenn ich da drauf tippe, dann passiert da auch was. Das ist nicht so wie beim TeamViewer, dass ich dann entfernten Mauszeiger darstellen muss und dann mit dem Mauszeiger entgegengesetzt, wie wir es gewohnt sind, das Ding hin und her schieben, sondern ich kann mit dem Tablet ganz normal da drauf tippen, ticken und habe dann auch da genau. Guter. Guter ist heute wieder frech, die Kleine. Einmal wach in der Woche. Schon eine große Klappe, das Kind. Uta, ich brauche noch mein Schild, bitte. Bitte, bitte. Okay, wann denn? Alles klar. Kommst du da, um rumzuturnen und zu gucken, oder kommst du dahin, um zu helfen? Wenn du mir helfen willst und mir mit ein paar Leuten reden kannst, mit ein paar Leuten reden möchtest, wäre ich dir hyper dankbar, weil dann erspare ich einem Mitarbeiter die Anreise. Können wir aber gerne nochmal telefonieren, du hast ja heute frei. Ja, zu mir oder zu dir? Rufst du mir an oder rufe ich dir an? Tust du mir anrufen oder tust du, tu? Okay, Schätzelein, freue ich mich drauf. Bis nachher. Fragen noch zur Homepage. Wir hatten da gestern so den ein oder anderen Bug. Nehmen wir die mal. Also mal das mal anders. Ich muss den Chart im Auge behalten. So. Falscher Button. Da. So, wenn jemand was tut. In 1 Minuten oder so einfach schreien, ne? Geht sofort weiter. Muss nur schnell meinen Chart hier wieder zusammenschieben. Ja, das habe ich mir gerade hier verschiebt. Verschoben. Mal ganz frech, ich sage jetzt einfach mal, da das Personal ja auch nicht mehr das, was es ist, was es mal war, hatten wir hier so die eine an oder andere Problematik. Guter, das hier dürfte ausgemerzt sein, weil die Anmeldung funktioniert, war aus Versehen für heute der falsche Link drinne. Wir basteln gerade eine Riesenliste für das nächste Update, hatte ich vergessen, den richtigen Link einzufügen. Also, Anmeldung für morgen funktioniert. Dann haben wir hier unten den Login-Bereich. Wer sich dort einloggen will und einfach sagt, das geht noch nicht oder so, weil der Login-Name falsch ist, bitte nicht
den als Login-Namen bitte nicht die E-Mail-Adresse verwenden, sondern bitte Vorname und Nachname. Also Vor- und Zunamen mit einem Leerzeichen dazwischen. Das heißt, wenn ich heute Lutz Meier heißen würde, heiße ich ja nicht. Ich heiße vielleicht Angelina, Jacqueline. Dann ist kommt hier unten beim Einloggen, ich logge mich jetzt einfach mal aus, da kann man das besser sehen. So. Hier unten bei mir ist nur der Vorname drin, weil ich den Namen ja auch bestimme. Bei euch hier bitte Vorname und Nachname und hier das zugesendete Passwort. Das, was wir euch per E-Mail zugesendet haben. Punkt A. Wenn das mit dem Passwort nicht funktioniert, bitte hier unten auf den Button gehen. Passwort vergessen, dann wird es zurückgesetzt, was ich euch sowieso empfehlen würde, euer Passwort gleich zurückzusetzen auf euer eigenes. Einmal draufgehen, Passwort vergessen, dann kriegt ihr einen Link zugeschickt, der euch automatisch das Passwort zurücksetzt, dann könnt ihr selber ein Passwort vergeben. Dann haben wir gesagt, dass ich alles übers Ticketsystem abspielt. Kommen wir gleich zu. Wir haben unter dem Punkt Wissen haben wir die Mediathek. Jeder, der Kunde ist, sollte, bei dem sollte das jetzt so aussehen. Da sollte von Mai bis Oktober sollten alle Webinare drin sein. Alle. Und wenn man auf den Monat geht, sollten die sich so aufklappen. Da sind dann alle einzelnen Webinare hochgeladen und hinterlegt. Mal einen Monat mehr, mal einen Monat weniger. Wir werden gucken, ob wir vielleicht die alten Webinare auch noch hochladen. Hier haben wir immer die letzten drei Webinare, die man sowieso sehen kann. Hier ist ein komplettes Hilfevideo für alle Newcomer, die noch gar nicht wissen, wie das funktioniert. Und zwar haben wir hier dieses Webinar veröffentlicht, wo wir nachmittags die komplette Installation des Nanotraders hingepackt haben. Das heißt, da wird genau beschrieben, wo lade ich mir den Nano runter, wie mache ich eine leere Seite auf, wie importiere ich. Dann Indikatoren, etc. Wie füge ich was ein? Wie kommt welcher Stop da rein? Wie wird was irgendwie eingerichtet? Das Ding ist zwar irgendwie eine Stunde lang, aber ist bei YouTube sauber hinterlegt und da kann man jederzeit nachgucken, auch hin und her spulen und gucken, was man braucht. Hier sind Downloads, die für alle Kunden auch sichtbar sind. Da werden dann auch in verschiedenen Stufen Seminarmaterialien etc. im Laufe der Zeit hinterlegt. Dann haben wir gesagt, dass wir alles nur noch über das Ticketsystem abwickeln können. Haben wir euch in der E-Mail auch mitgeteilt, dass das Ticketsystem zwingend notwendig ist, um es einfach nur fair und der Reihe nach abzuarbeiten. Ja, so wie es nun mal ist, wenn man gerade sowas irgendwie ins Leben ruft und da gerade Gas geben will, spielt natürlich die Technik nicht mit und die Jungs von Different Solutions, wo unser CRM-System läuft, unsere Datenbank läuft, wo das Ticketsystem auch drüber gesteuert wird, gerade die haben seit 2 Tagen einen Absturz irgendwie, weil bei denen draußen auf der Straße ein Kabel irgendwie zerhackt wurde bei Bauarbeiten und ich hoffe, Entschuldigung, bin hier mit Pico Spielzeug getreten. Ja, da wirst du wach, ne, Kleiner? Gerade deswegen wird im Moment für die Leute, die ihre Zugangsdaten haben, vielleicht kann das heute mal der ein oder andere probieren. Wer hat denn seine Zugangsdaten für sein Ticketsystem noch liegen und könnte dann mal einen Test machen.
Ihr habt hier alle mal zugesendet gekriegt. Wäre schön, wenn einer seine Zugangsdaten noch hat. Ihr seid ein paar Kasper. Okay. Dann werden wir versuchen, die Zugangsdaten jeweils nochmal neu zuzusenden. Das heißt, ihr kriegt eine E-Mail von Forex Pro Systeme, wahrscheinlich von VTC, Forex Pro Systeme mit den Zugangsdaten. Da ist ein Link drin, wo ihr euch einloggen könnt, und dann habt ihr eure E-Mail-Adresse und kriegt dort diese Login-Maske. Die kriegt ihr zugesandt. Schreibt, packt euch die bitte beiseite, weil dann werden wir werden in Zukunft nur noch über dieses Ticketsystem gehen. Das heißt, mal gucken, ob ich mein Ticketsystem gerade finde. Wir werden das ganz einfach machen. Ich werde, sobald das Ticket ich hole das mal hier rüber. Das ist jetzt mein Ticketsystem bei den Jungs, wenn ich mit denen irgendwelchen Kummer habe. Nichts weiter als hier oben drauf, New Ticket, wenn das jetzt überhaupt geht. Natürlich klar, muss ich das einloggen. Die gleiche Maske habt ihr. Dort habt ihr eine User-ID, meistens eure E-Mail-Adresse, und dann es ist ein bisschen langsam. Hier sind alte Tickets drinne. Dann gehe ich hier auf New Ticket und dann schreibe ich hier rein den Titel, was weiß ich, komme, kriegt ihr zugeschickt, Andreas. Ihr kriegt eine E-Mail mit den Login-Daten. Dann wird automatisch, wenn wir euch freischalten können, sobald das wieder funktioniert, kriegt ihr automatisch eine E-Mail mit dem Link drin, da braucht ihr bloß drauf gehen, dann eure Login-Daten eingeben, dann seid ihr drin. Und dann neues Ticket. Dann schreibt ihr hier den Titel rein, dann setzt ihr hier die Priorität, ob niedrig, mittel oder hoch oder sehr hoch. Und eigentlich könnt ihr das hier alles so lassen, weil das ist uns völlig Latte, ob hier einer reinschreibt, sehr hoch oder nicht sehr hoch. Wir erkennen an den Tickets hier schon, wir sind hier im Support und erkenne an den Tickets schon, wie wichtig sie sind und nicht. Und dann hier bitte, genau hier unten, alles rein, was wir wissen müssen. Nehmen wir mal das Beispiel, was wir vorhin von Günther hatten. Einfach da reinschreiben, alle Order werden bei mir automatisch zur Market Order gemacht. Wo liegt das Problem? Und ruhig auch so dazu schreiben, ist das Problem, ist das ein ein Problem von Europro oder ist das ein Problem von WH, an wen kann ich mich wenden? Ich bin, das ist immer wichtig, immer dazu, ich bin zu erreichen von bis unter der und der Nummer und da bitte ein Zeitfenster von 2 Stunden irgendwie rein. Mir völlig lade, was da drin steht. Wenn ihr reinschreibt, ich bin zu erreichen am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr bei meiner Schwiegermutter unter 030 5000 oder
bei meiner Ex-Schwägerin unter 0190, dort wird natürlich keiner anrufen. Ja, Udo, genau das ist das Kundenportal. Ob Screenshots bei dem Ticket gehen, das glaube ich nicht. Soll aber irgendwann kommen. Kurze Beschreibung dazu. Screenshots, wenn die benötigt werden, könnt ihr an den Supporter, dann an den jeweiligen Supporter direkt per Mail schicken, wenn das dann so sein soll. Customer Portal Login PHP not found on the server. Udo, ich befinde mich gerade mit den Jungs mitten im in der Abwicklung. Wir haben gestern Abend lange telefoniert und dann ist denen genau in dem Gespräch dann die Leitung weggeflogen, wo wir nicht weitermachen konnten. Also ich gehe mal davon aus, dass ich heute früh da was höre und sobald wir da was haben. Also als Überbrückung, solange das Ticketsystem nicht funktioniert, solange VTC da Kummer hat, kann ja jedem mal passieren, der Teufel steckt im Detail. Hier unten haben wir den Button Kontaktformular. Wenn ihr da drauf geht, geht dieses Formular auf. Bitte genau das gleiche nutzen. Wir werden die Telefonnummer noch zur Pflicht machen. Bitte die Telefonnummer hier mit ausfüllen. Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Und dann hier reinschreiben, was da. Oh, ist ein Rechtschreibfehler drin. Und dann bitte hier reinschreiben, was ihr wollt, was sein muss. Alles, was wir wissen müssen und dann hier unten auf Abschicken, dann landet das Kontaktformular hier bei mir im oder bei uns hier im Büro im Support und dann kriegt es der jeweilige Supporter auf den Tisch, der es bearbeiten soll oder bearbeiten muss. Okay? Also als Überbrückung bitte das Kontaktformular hier unten nehmen. Ich habe gerade gesagt, Rechtschreibfehler drin. War ich nicht. Also sobald ich Antwort von den Jungs habe, dass das wieder funktioniert. Ja, das mit dem Training wird ja heute mal wieder nichts hier, so wie es aussieht, ne? Schon wieder 8:30 und bewegen uns zwischen der 46 und der 38. 8-Punkte-Range ist für die Jungs, die nicht im Commission-basierten Modell handeln, gar nicht handelbar, oder? Ja, kenne ich. www.vxprosysteme.de. Oh. Gerhard, gib mir doch einfach bitte mal ein Zeitfenster oder schick mir einfach eine E-Mail an Gerhard, schick da einfach mal eine E-Mail bitte an vxprosysteme.de, wann du telefonisch erreichbar bist, dann würde ich mich
melden. Telefonisch, und dann können wir da gerne mal drüber reden. Wir haben gestern auf unserer Homepage, auf unserer Startseite, haben wir einen neuen Artikel veröffentlicht. Der lohnt sich zu lesen von der Wirtschaftswoche. Das Ding ist hochinteressant. Es ist erstaunlich, wie, wenn man jetzt mal ein Jahr zurückblickt, wie die Broker, die nicht ganz koscher sind oder die sich hier nicht korrekt in diesem Markt bewegen, wie die entweder reihenweise rumpurzeln oder wie sie strampeln wie die Blöden, weil in der Laden auseinandergepflückt wird. So wie jetzt bei CMC. Wenn man bei CMC mal in die AGBs guckt, dann wird einem schlecht. Wir haben das schon das eine oder andere Mal kommuniziert. Gucken wir da einfach mal rein, solange wie wir das hier noch haben. Da ist ein Auszug aus den AGBs. Wir gehen alle Trades mit Ihnen als Eigenhändler im Wege des beratungsfreien Geschäfts unter Verwendung der Kurse ein, die von uns über unsere Plattform angeboten werden. Man achte auf das Kleingedruckte, auf die Formulierung. Hier wird also nicht zu Börsenkursen gehandelt, sondern die von uns über unsere Plattform angeboten. Diese Kurse sind nicht identisch mit den Kursen für ähnliche Finanzinstrumente oder ihre Referenzgegenstände an einer Börse oder einem anderen regulierten Markt. Und so können wir und oder unsere verbundenen Unternehmen aufgrund dieser Trades Gewinne erzielen. Sie willigen ein, dass weder wir noch unsere verbundenen Unternehmen verpflichtet sind, ihnen gegenüber Rechenschaft über derartige Gewinne abzulegen. Durch die Durchführung von Trades über unsere Plattform stimmen Sie der Ausführung der Aufträge auf Basis unserer Grundsätze zur CFD-Austragsführung zu. Das sollte man sich mal reinziehen, und dann fragt man sich, wie so eine Häuser überhaupt so groß werden können und wie blöd manche wirklich sein müssen, die solche AGBs akzeptieren und die sowas unterschreiben. Und dann brauchen Sie auch nicht zu wundern, dass so eine Läden riesengroß wären. Und dass schnell so eine riesen Messestände da platzieren können und dann im Nadelstreifenanzug auftauchen und dann so eine Scheiße auch noch verkaufen. Und wir blöden Händler, wir stecken hier in Kinderschuhen, wir haben von Tuten und Blasen keine Ahnung, fallen auf die ganzen bunten Bilder rein, auf die riesengroßen Macs an den Messeständen und unterschreiben so eine Scheiße. Auf Deutsch heißt es doch ganz frech, wir putzen den Kursen einfach hinterher, wir machen einfach mal das, was wir wollen. Lass den Kurs doch ruhig bei 1,3780 sein, wir handeln einfach mal bei 1,3770. Ist ja unser Problem. Können wir ja auch machen. Die Jungs haben es mir ja unterschrieben. Wer daran Geld verdient, verdient daran Geld, auch das wird akzeptiert. Die Geschichte hier ist von der Wirtschaftswoche sauber recherchiert. Seit geraumer Zeit stehen die Jungs unter Beschuss. Die haben einen Prozess verloren, wo sie genau aufgrund dessen von falschen Kursen einem Kunden Geld erstatten mussten und nicht zu wenig. Weiß gar nicht, wo das hier steht, aber es waren irgendwie 11.000 oder 12.000 Euro, die sie dem Kunden erstatten mussten wegen falscher Kursstellung. Und aufgrund dessen ist jetzt die Staatsanwaltschaft eingeritten, obwohl die Kurse verjährt sind. Die Erstattung ist durch, aber jetzt die Staatsanwaltschaft an dem Laden und pflückt den Laden erstmal auseinander. Die BaFin ist wach geworden. Vielleicht haben wir in der Brokerwelt bald wieder einen Platz frei. Man erinnere sich an die FX Direct, ETC, Forex One. Alles so eine Bakaluden, die das gleiche Spiel getrieben haben. Deswegen seid froh, dass wir hier handeln, wo wir handeln. Da wird genau das nämlich nicht passieren. Die anderen Bakaluden haben wir alle durch. So. Aber ja, nicht zu meckern hier, wir wollen ja handeln, ne? Jungs und Mädels. Gibt's aber nichts zu handeln.
Solange wir hier drinnen rumtun, gibt es einfach nichts zu tun. Wer denn morgen alles Feiertag? Wir schauen mal. Ah, Freitag ist ja auch noch Freitag. Auf jeden Fall bei den Schwaben. Faulen Säcke. Wir werden heute Abend entscheiden, ob das Webinar morgen früh stattfindet. Wenn zu viele Bundesländer Feiertag haben und die Jungs und Mädels lieber ihr Näschen ins Kissen drücken morgen früh und nicht den Wecker stellen auf 7 Uhr oder 7:30 Uhr, um meinem blöden Gelaber hier zu lauschen. Wenn das hier morgen früh eine One-Man-Show wird, dann werde ich das Webinar heute Abend absagen und werde mein Näschen auch im Kissen lassen morgen früh. Und wenn genügend Anmeldungen da sind, werden wir das ganz normal stattfinden lassen, wie jeden Morgen auch. Die nächste Woche ist mit den Webinaren noch in Frage gestellt. Auf jeden Fall werden keine 3 Webinare stattfinden, eventuell nur 1. Wenn überhaupt, und dann wahrscheinlich an einem Nachmittag, wo wir ein Support-Webinar machen werden, genau zu dem Ticketsystem etc., was alles für die Zukunft hier wichtig ist. Und wir werden nochmal ganz kurz zusammengefasst Installation und Handlungsweise erläutern. Und die Handhabung von Stops, aber mehr dazu werdet ihr am Wochenende erleben. Wir bewegen uns inzwischen in der 6- oder 7-Punkte-Range, das macht keinen Spaß, da kann ich mir lieber irgendwo ganz getrost mich aufs Töpfchen setzen und in der Nase popeln, das ist wahrscheinlich erfolgreicher als hier rumzuturnen und auf einen langweiligen Chart zu gucken. Ja, Freitag ist Freitag. Wer viel schafft, der darf auch mal feiern. Bernd, wer viel feiert, der darf auch mal schaffen, ne? Mein Freund. Wäre übrigens schön, wenn ihr beide euch hier Bernfried, wenn ihr beiden Narren euch mal äußert wegen der Trainerwoche hier. Ja, nicht nur untereinander, es wäre schon schön, wenn ich das auch weiß, damit ich hier noch irgendwie eine Putzfrau engagieren kann. Hinterher. Im Jagertier hier rumgekleckert hab. Also, wer sich in diesem Markt hier irgendwo heute noch bewegen will, Minimum Alarm oben auf die 48 und den nächsten Alarm hier entweder unter die 34, auf jeden Fall Minimum unter die 38. In dieser Range bleiben wir draußen. Da bewegt er sich jetzt fast 2 Stunden drin. Das wird ein ganz flach abfallendes Dreieck, wie man sieht. Wie man sieht, sieht man nichts. Guckst du. Einmal da. Einmal da. Und wenn ihr das irgendwie als Alarm oder so markieren wollt, dann macht es als Alarm und nicht als Stop. Nimm mal lieber, Günther. Sonst haben wir das gleiche Problem, was du gestern auch hattest. So. Alle anderen Fragen per Mail oder über das Kontaktformular, solange das Ticketsystem nicht funktioniert. Wenn das Ticketsystem funktioniert, gibt es eine separate Mail mit einem Link zu einem Video, wo dann auch genau erläutert wird, wie das funktioniert. Bitte gewöhnt euch an, wenn wir euch so eine Mail zuschicken, auch mit den Login-Daten, speichert die Dinger irgendwo ab, damit ihr da auch regelmäßig dabei seid. Innerhalb diesen drei wird nicht allzu viel passieren. Wenn ich mir die Form, die Zeit angucke, könnte es durchaus passieren, dass er in diesem Dreieck hin und her eiert bis 9:55 Uhr, bis die Arbeitsmarktdaten kommen. Und dann würde er
wahrscheinlich pladam in eine Richtung herausschießen. Okay. Wir sehen und hören uns vielleicht oder hoffentlich morgen früh, schön ausgeschlafen, frisch geduscht, mit einem sauberen Hals, um 7.30 Uhr oder 7.45 Uhr, so in diesem Bereich, und werden uns heute aus diesem Markt hier verkrümeln. In diesem Sinne wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen Tag. Bis morgen früh. Legt euch wieder hin. Tschüss, tschüss und moin, moin. Euer Skalptrainer Thorsten. Bis morgen.